Servus Leute, Unboxing Nummer 2, beziehungsweise auf dem Kanal Nummer 1, weil das andere ist auf dem anderen Kanal. Ich bin jetzt bald wahnsinnig geworden, weil ich es kaum hinbekommen habe, Manuel seine riesige Box hier irgendwo unterzubringen. Aber ich muss es einfach machen, ich will es einfach für mein Unboxing-Tagebuch haben. Leimen, den 21. Oktober, hallo Flo und Richie. Ganz nach alter vierter Sitte. Möchte ich es nicht verpassen, meinen Respekt für euren Mut und Gedanken dahinter in Form eines kleinen Päckchens zu zollen. Danke für die Kommunikation und die Art und Weise, wie ihr an die Sache rangeht. Selbst meine Idee wurde aufgenommen. Ist klar, für euch zur Erklärung. Manuel ist in der Rettungsbranche. Ich hoffe, jetzt der Hintergrund war aufgeräumt. Wenn nicht, Kati ist schuld. Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz, Führungs- und Lagezentrum. Vor solchen Leuten habe ich natürlich den höchsten Respekt. Und wir haben schon länger kommuniziert, also lange vor Tools for Gens. Und er hat aber jetzt im Zuge von Tools for Gens mal gesagt, er bräuchte unbedingt mal ein neues Rettungsmesser. Und natürlich eins mit Stil. Also dementsprechend, wenn es geht, auch eins mit Titangriff. Na, ich sage, die Idee ist ja mal geil. Selbst wenn es dafür keinen Markt oder nur einen kleinen Markt gibt, ist ja egal. Deswegen kann man ja trotzdem mit Alexander mal drüber reden. Und daher halt das Aufnehmen des Gedanken. Egal, was dann daraus wird. Super, bei einem Solinger Konzern wurde ich auf die Hausmarke verwiesen. Bei euch nicht, so fühlt man sich ernst genommen und kauft bei euch ein. In Fachforen lese ich immer wieder über Rettungsmesser nach und stelle fest, dass sich viele aus dem Blaulichtgeschäft Gedanken darüber machen und über die Qualität machen. Hier sehe ich doch einen gewissen Markt. Also es ist ein Markt da. Wir werden natürlich da ein gewisses Risiko eingehen. Ich kann dir auch noch nichts versprechen, Manuel. Ich hatte dir übrigens gesagt, schick mir mal ein paar Sachen, die aus deiner Sicht wichtig sind. Also was an einem Rettungsmesser dran sein sollte oder wie man die Klinge gestaltet oder wie auch immer. Aber da werden wir am besten nochmal telefonieren zu der ganzen Geschichte. So, nun zum wichtigen Teil, zur Shop-Eröffnung übersende ich euch ein paar Tropfen aus meinem Haus- und Hofweingut. Lasst mich wissen, wie es gemundet hat, mit Sicherheit, wenn wir nicht sogar das Ding gleich dann aufnehmen, wenn wir uns einen hinter die Binde kippen. Nein, wir genießen. Wir sind keine Effektsäufer, wir sind Genusssäufer. Trinker, Genießer. Genussgenießer? Ach, egal. Nein, ich habe heute noch nichts getrunken. Für Richie habe ich, wie von mir üblich, ein klassisches Navaja. Und für dich, Flo, ein klassisches Glutfeuerzeug eingepackt. Alles andere, was drin ist, bitte an die Damen verteilen. 20 Daumen hoch für euch. Solltet ihr was nicht lesen können, ruft an. 7 Nachtdienste mit viel Kaffee hinterlassen Spuren. Grüße aus Leim, Manuel. Manuel, vielen herzlichen Dank. Finde ich super klasse. Wäre natürlich absolut nicht nötig gewesen. Hier nochmal für die Leute, die es, glaube ich, nicht gesehen hatten. Sehr geile Idee, was mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Hier das große F für Flo, das große R für Richie, diagonal gelesen ein Vor. Und der Rest erklärt sich von selbst. Ist ein grober Entwurf. Die Größen bitte noch anpassen. Have a nice day. Gruß R. Also, so könnte man es vielleicht besser sehen. Man darf mein Gesicht nicht sehen, sonst stellt er es nicht scharf. Flo, Richie. Tools for Gens. Fand ich eine sehr geile Idee. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Richie schon erzählt hatte. Also Wahnsinn, sowieso, was von euch für Ideen gekommen sind, ziehe ich absolut meinen Hut vor. Da sind Dinger dabei. Im Endeffekt hat mir alles gut gefallen. Wir müssen halt sehen, was wir damit machen. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was noch alles in dem Paket ist. Ich bin nämlich auch neugierig, weil das habe ich noch nicht gesehen. Ach so, und dafür nehme ich mit runter auf den Tisch. Oder so ähnlich. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Beim Aufschneiden hat mir mein gutes Tukan geholfen. Das hat mittlerweile dann auch schon ein paar kleine Spuren. Das ist aber wirklich nur von dem Karton. Das ist einmal drüber wischen, dann ist alles wieder okay. Der M93 schlägt sich bisher hervorragend. Das Ding ist seidenweich.
Aber wir sind ja dran. So, jetzt sehen wir hier erstmal Papier, Papier, Papier. Okay, haben wir den Polyester? Ah, Bandana, Tuch. Sehr cool, vielen Dank. Auch schwer, cool. So. Das hatte ich ja in dem anderen Video schon gesagt. Was zu saufen! Okay, vorsichtig. Sind Alkohol. Loch Castle. Okay, Mora. Mora? Keine Ahnung. Brombeere. Sieht aber verflucht gut aus. Eieiei. Richie, wird Zeit, dass du mal wieder vorbeikommst. Oha. Hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Also du siehst, Manuel, ich bin nicht schuld. Das war mit Sicherheit die Post. Das ist schade, aber ich versuche wenigstens die Kerze zu retten. Ich bilde mir ein, die duftet schon bis hierher. Das tut mir natürlich leid. Aber Gott sei Dank ist der Flasche nichts passiert, immerhin. Jetzt müssen wir natürlich hier aufpassen, nicht, dass ich hier überall die Splitter verteile. Ja, hier oben sind nämlich auch schon so leichte Splitter drauf. Okay. Nach und nach alles rausnehmen. Gott sei Dank ist den Flaschen nichts passiert. Adam Müller, 2014, Baden. Heidelberger Herrenberg, Spätburgunder Trocken, deutscher Qualitätswein. Ah, Entschuldigung, das ist natürlich Heidelberger Spätburgunder. Anno 1840. Sehr schick. So. Nehmen wir mal den hinteren Bereich. Bringen wir mal in Sicherheit. Für Richie, das tut mir leid, das lasse ich zu. Das kann ich euch nicht zeigen. Ein Clipper España. Das ist, glaube ich, das andere, was er gemeint hat. Das ist doch auch so eine Art Feuerzeug, oder nicht? Da ja, würde ich dann gern mal wissen, wie das funktioniert. Okay. Wie auch immer. So. Das war alles. Ja, ich lasse das wie gesagt mal drin. Für Sicherheit. Noch ein Adam Müller. Scheurebe aus Lese. Leimener Herrenberg. Gutsabfüllung. Richie muss wirklich mitkommen. Nee, andersrum. Richie, du musst vorbeikommen und Lena mitbringen. So. Achso, nicht, dass ihr jetzt auf die Idee kommt, schickt uns jetzt alle Getränke, um dann Prozente im Shop zu bekommen. Obwohl, vielleicht können wir da auch noch was aushandeln. Alter Weinbrand vom Leimener Weißburgunder. Wahnsinn. Manuel, viel zu viel. Viel zu viel. So, und ich glaube, das kann ich so rausnehmen. Dann würde ich das mal vorsichtig wieder reintun. Wie gesagt, hier kann ich, glaube ich, zumindest die Kerze retten. Das macht man normalerweise nicht, das ich jetzt mache. Ich weiß auch nicht, warum ich es mache. Nenn es einfach Dummheit. Manuel, falls du das siehst, mach jetzt besser die Augen zu.
Und die riecht nämlich fantastisch. So. Das tun wir mal weg. Jetzt schauen wir nochmal hier rein. Euch noch mal daran abgötzen könnt. So, was haben wir hier noch drin? Heidelberger Liebesgeschichte. Edelvollmilchschokolade. Oh, teuer. Vielen Dank. Das fühlt sich an wie zwei Tassen. TFG Standards heißen. Tja, Regine, dann kannst du dir oder ich suche mir eine aus und du nimmst dann die andere. Haha. Ha. Sehr, sehr cool. DF Luftrettung. Manuel, vielen herzlichen Dank. Ja, auch an solche Leute muss mal gedacht werden. Also nicht an uns, sondern an die Leute, die jeden Tag unterwegs sind, um uns im Notfall den Arsch zu retten. Eigentlich müsste es andersrum sein. Eigentlich müssten wir denen mal Geschenke machen. Und die hat duftet echt Wahnsinn. Okay, Manuel, vielen herzlichen Dank. Ja gut, ich nehme euch nochmal kurz mit nach oben. Manuel, nochmal vielen herzlichen Dank, wäre nicht nötig gewesen. Ich freue mich natürlich umso mehr drüber. Kati mit Sicherheit auch, sowohl als auch Richie und Lena, habe ich mich jetzt zuerst genannt. Ja gut, Gentleman-like zuerst genannt. Wie gesagt, wäre nicht nötig gewesen, ich freue mich natürlich umso mehr drüber. Hier muss ich nochmal genau rauskriegen, wie das funktioniert. Also das, ja. Sieht sehr, sehr interessant aus. Keine Ahnung. Okay. Ja, nochmal danke. Und dann sage ich von hier aus, vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell bis zum nächsten Mal. Und ciao.